Hallo, hier ist wieder euer Weehawk. Wir sind bei Dragon Ball Z Budokai Kaichi 4 in den Side Missions gelandet, das heißt dem Survival Mode. 17 Kämpfe konnten wir gewinnen bisher, aber ein heftiger Kampf steht vor uns gegen Super Saiyajin 3 Vegeta mit Yamchu. Hallo Yamchu. So, reißen wir uns ein bisschen zusammen. Mal gucken, dass wir auch weiterhin ein bisschen Energie gespart bekommen. Wir haben natürlich zwei heftige Kämpfe jetzt hinter uns gegen Hildegard und hier Gogeta und was weiß ich was. War das Gogeta? Das war Gogeta, ne? Ja, genau. Muss ich auf jeden Fall jetzt hier mal ein bisschen zusammenreißen. Mal zusehen, dass ich vielleicht wieder auf volle Energie komme. Ja, und das ist ein guter Start. Perfekt. Oh ja. 15.000 Schaden in your face, Vegeta. Oh, das hat er abgewehrt. Macht er das nochmal? Oh ja. Ich glaube, das ist der Beweis, dass sie jetzt allmählich doch stärker werden. Und ich jetzt sehr aufpassen muss. Habe ich mich eventuell doch ohne Z-Objekt übernommen, weil wenn es jetzt nach 17 Siegen schon so aussieht, dass sie jetzt schon so zuverlässig... Ja, aber was? Ich weiß auch nicht, ob sie zuverlässig kontert. Es sah jetzt zumindest mal so aus. Auf jeden Fall wird es dann echt schwer. Und da muss ich mir wirklich was einfallen lassen. Ja, ja. So. Einmal After Image und dann... Hä? Wieso hat das nicht geklappt? So, jetzt. Und dann offensiv spielen. Macht keinen Sinn, dann da defensiv zu machen. Wenn der Effekt nur ein paar Sekunden anhält, dann sollte ich ihn auch nutzen. Dann sollte ich in die Vollen gehen. Ah, sehr schön. Bin mal froh, wenn das klappt. Ah, oh shit. Ja. Oh. Oh, das waren jetzt schon... Wie viele Drehungen hatte der gehabt? Habe ich jetzt wirklich... Habe ich das richtig gesehen? 57 zu 56? War das so? Habe ich das nur aus dem Augenwinkel gesehen? Wenn dem so ist, dann wird es jetzt definitiv schwer. Oh, dann weiß ich doch nicht, ob ich 50 Kämpfe schaffen werde. Aber dann will ich es... Ich will es trotzdem probieren. Notfalls... Gehe ich halt auch irgendwie auf Götter-Z-Objekt dann später oder Apprentice meinetwegen und probiere das Ganze nochmal, weil schaffen will ich es ehrlich gesagt diesmal. Wir haben es damals schon nicht geschafft, als ich das Budokai Tenkaichi 3 Display gemacht habe. Da habe ich glaube ich nur den ersten Survival-Mode geschafft und beim anderen dann nur geguckt, wie weit ich komme. Und diesmal würde ich sie nach Möglichkeit gern alle schaffen. Und diesen versuche ich jetzt nochmal ohne Z-Objekte zu schaffen. Das wäre wirklich super, wenn das klappen würde. Und ansonsten... Ja, geht's dann halt mit dem Z-Objekt. Es ist ja nicht gecheatet, oder? Ist es gecheatet? Streng genommen gibt mir das Spiel dieses Z-Objekt. Ich habe es ganz offiziell freigeschaltet. Ohne Cheat, ohne sonst was. Also von daher finde ich das eigentlich okay, legitim, wie auch immer. Es kommt natürlich auch immer drauf an, wie man spielen will. Wie ehrenvoll, sag ich mal. Ich finde immer alles, was das Spiel einem gibt... Von sich aus, ohne dass man da irgendwie Cheats oder sonst was bemühen muss, ist auch irgendwo legitim. Und sollte erlaubt sein. Ist dann natürlich immer schade für die Zuschauer, die gerne irgendwie Skill sehen möchten oder sonst was. Oder mal sehen möchten, wie ich mich aus irgendeiner brenzligen Situation wirklich aus eigener Kraft befreie. So wie dieser da. Alter Schwede, 6000 Schaden. Das ist jetzt nicht so schön. Boah, gut. Da konnte ich ihn wegkontern. Oh, holy shit. Holy shit. Erstmal weg. Wer weiß, wie offensiv die kämpft. Die hatte ich jetzt noch nicht so oft als Gegnerin. Das wird natürlich jetzt mal... interessant.
Ja! Ein Kiball als Lockvogel losgeschickt und dann die Wolfangfist hinterher. Wenn das nicht taktisch klug war, dann weiß ich auch nicht. Bei Beat'em-ups, ich glaube, bei Beat'em-ups ist es bei mir meistens so, dass ich eigentlich gar nicht genau weiß, was ich tue. Ich drücke einfach random irgendwelche Tasten. Ich mache das sogar bei Smash Brothers so. Was ich mache, ist wirklich die Reihenfolge meiner Attacken zufällig wählen. Das ist wirklich... Ich stelle mich nicht auf die Situation ein. Ich mache das immer ziemlich zufällig, wirklich. Aber das, was mir gerade so in den Sinn kommt, hab da nie irgendwelche Taktiken. Deswegen bin ich aber auch in Smash Bros. Echt nicht gut. Und hier bei Budokai Tenkaichi habe ich die Steuerung zumindest insofern gemeistert, dass ich auch weiß, was ich tue. Bin natürlich trotzdem weit davon entfernt, mich irgendwie als guten Budokai Tenkaichi-Spieler zu bezeichnen. Auch nach all den Jahren, auch nach all den vielen Let's Plays nicht. Aber ich weiß zumindest etwas mehr Bescheid, was ich tue. Armer Yamchu, schon völlig zerkratzt. Schon so viele harte Kämpfe hinter sich. Ella Badge! Schön, dass wir jetzt auch mal den Kleinsten Goku haben und dann auch noch in diesem Outfit. Also wirklich Wüsten-Kampf-Feeling, Dragon Ball-Classic-Feeling, wenn man so will. Ja, und wie damals im Originalkampf dominiert. Yamchu nicht. Scheiße. So, sehr schön. Auch das ging flott. Oh, ich habe das Gefühl, das wird jetzt nicht so schön. Oh, was? Ich hatte mit vielem gerechnet, aber das? Das hätte ich nicht erwartet. Das war jetzt schon fast Parallel Quest Niveau. Vom Konter her. Okay. In die Fallen gehen. Ich habe After Image aktiviert. Oh, sie hat Wilden Sinn aktiviert. Das ist natürlich schön. Was? Ich konnte nichts machen. Kann nicht wahr sein. Oh, shit. Wie die einfach sau viel stärker ist wie alle anderen und sogar Energie gespammt macht. Oh, alter Schwede. Warum sind die jetzt so viel stärker? Ah! Oh, welcher Sinn. Oh, shit. Das heißt, sogar Nahkampf ist es gegen sie gefährlich. Allerdings nicht, solange sie null Energieeinheiten hat. Das muss ich jetzt auch mal ausnutzen. Oh, fuck. Gut. Und hinterher. Nein. Boah, ich war doch schneller. Ein Glück. Weil diese Ki-Attacke ist so mordschnell. Wenn du dann Kamehameha ausführst, bist du oft dann etwas langsamer als der Gegner. Nochmal gucken, ob es klappt. Nee, klappt nicht. Ach gut, ich bin froh, dass ich sie los bin. Ob jetzt was Besseres kommt, weiß ich natürlich nicht. Oh, mal wieder Son Goku, wie schön. Hau auf. Kriegt euch ein, Jungs. Oh, fuck. Oh. After Image. Ella Bitch. Ja, sehr schön. So, sie kontern meinen Konter nicht. Das heißt, sie sind noch nicht so gut, wie sie sein könnten. Aber das Niveau hat definitiv merklich zugenommen. Eieiei. Ich muss ruhig bleiben. Ich muss das alles ganz entspannt sehen. Im Birdman-Modus sozusagen. Denn was kann schon passieren?
an diesem wunderschönen Tag in der heißen Wüste, wo wir einen Son Goku nach dem anderen verkloppen. Ist das nicht wunderschön? Diese goldene Super Saiyajin-Aura, die uns der Held der Dragon Ball-Welt mit seinen wunderschönen Augen ansieht. Ja! Batman wurde schon verlassen, nicht wahr? Entschuldigung. Ja. Es sagen ja immer wieder Leute, die hören meine Stimme so gern. Also hören wir einfach gerne zu. Ist ja auch legitim, wenn wir den Scheiß hier schon sehen, so wie ich gerade kämpfe. Dann hört man lieber zu. Wobei, ist dann ein Dragon Ball Projekt das Richtige? Ist ja doch eher hektisch dann. Ist ja doch eher Ausnahme, dass ich dann mal in den Batman-Modus verfalle. Ja! Hella Bad! Ja, aber ihr seht schon, ich muss langsam wirklich richtig viel kontern. Und so gut kämpfen wie noch nie. Aber ich muss eins sagen, wenn... A Pool! Für Napul und Neymar! Scheiße. Ich muss eins sagen, A Pool, ne? Ich muss eins sagen, es ist wirklich ein super gutes Training hier. So lange zu kämpfen, richtig im Flow drin zu bleiben. Das hat absolut was. So, die Hälfte haben wir jetzt. Ich glaube, diesmal werden es fast mehr wie drei Parts. Die ich für den ersten Survival Mode brauchen werde. Aber wenigstens, wie gesagt, diesen einen möchte ich ohne Götter-Set-Objekt vielleicht mal schaffen. Wenn es möglich ist. Kann natürlich absolut keine Versprechungen hier machen, weil es wird jetzt schon wirklich ein bisschen schwerer. Ein bisschen schwerer ist gut. Ah, hinterher! Ja! Tja, cool. Das war's für dich. Die Kämpfe dauern jetzt auch länger, weil sie alle nicht mehr nur irgendwie zwei Energiebalken haben. Sondern die werfen mir jetzt schon immer mindestens drei Energiebalken entgegen hier. Das sind alles keine besonders kurzen Kämpfe. Das dauert dann jetzt schon immer so zwei, drei Minuten, bis ich mal einen besiegt habe. So, dann werden wir mit dem ganz lässigen Schlag am Pool besiegt. C17! Du alte Socke, du! Du Gewinner des Tournament of Power, du! Ich meine, das spoiler ich ja jetzt nicht mehr, oder? Immerhin haben wir es im Rahmen dieses Let's Plays gesehen. Ja, war eigentlich schön, wie sie den Story Mode umgesetzt haben, muss ich an der Stelle wirklich nochmal sagen. Ja, dieses Fanprojekt hatte echt viel zu bieten. Mit dem Parallel Quest bin ich nicht ganz so einverstanden. Weil es wäre schön gewesen, wenn zur Abwechslung du auch mal zwei oder drei Charaktere hättest wählen können und nicht immer nur einen. Und weil das Niveau ist einfach dann viel, viel zu hoch. Ich weiß dann immer noch nicht genau, wie gestalte ich das am besten, wie mache ich das am besten. Weil wenn ich Götter-Z-Objekt nehme, sind die Kämpfe dann wiederum total langweilig und schnell erledigt. Nehme ich es aber nicht, habe ich überhaupt keine Chance. Dann immer nicht so einfach zu entscheiden. Ah, Son Goku mal wieder. Mensch! Das ist doch unglaublich. Hat einer mal einen Son Goku-Counter gemacht? Hat einer mal mitgezählt, der wie viel des Son Goku das jetzt ist? Gerne auch den kleinen Son Goku mitzählen. Das ist ja schon echt unfassbar. Aber mittlerweile habe ich mit so vielen Son Gokus gekämpft, dass ich mit dem doch klarkomme, oder? Ja,
Ah, shit! Sagte er und kam nicht klar mit dem Son Goku, der vor ihm stand. Boah, sehr schön. Ah. Ja! Dachtest wohl nicht, dass ich abwehr, hä? Auch eins der wenigen Kampfspiele, in denen ich auch mal bewusst abwehre. Ich bin normalerweise eigentlich nicht so der Typ, der gerne irgendwie blockt und sich dann irgendwie nach 30 Sekunden mal genau im richtigen Moment in den Angriff wagt. Bei Street Fighter verzweifle ich immer regelmäßig an meinen Gegnern, die andauernd nur am Blocken sind. Weil ich das selbst überhaupt nicht kann. Blocken ist überhaupt nicht mein Ding. Das hier ist eins der Beat'em-Ups, in denen es noch so halbwegs gelingt. Oh, jetzt geht das los. Sie kontert den Konter. Das hätte ich jetzt bei Guldo nicht unbedingt erwartet. Aber hey, öfter mal was Neues. Muss natürlich gucken. Also wenn die letzten 20 Kämpfe jetzt Parallel-Quest-Niveau erreichen sollten, dann muss ich leider doch auf das Objekt wechseln, auf das Z-Objekt. Aber erstmal gucken. Noch wollen wir Yamchu nicht abschreiben. Schreib dich nicht ab, Yamchu. Setze die Wolfstechnik ein. Über 4 Millionen Menschen in Deutschland können nicht die Wolfstechnik. Was? Egal. Alter. So, was machst du jetzt? Vegeta. Arschkrampe. Okay. Ich mag doch mein Vegeta hier. Ich habe ja immer gesagt, ich mag Vegeta nicht. Und für den Dragon Ball Z Vegeta gilt das auch nach wie vor. In Dragon Ball Super muss ich allerdings sagen, finde ich ihn nicht schlecht. Er hat ja doch irgendwie ein bisschen Character Development bekommen. Das hat er in Dragon Ball Z ja wirklich erst ganz am Schluss. Mochte ihn sonst überhaupt nicht. Aber in Dragon Ball Super ist er ganz okay. So. Nee, hier, nee, nicht Bazinga Tag machen. Hey, hörst du wohl auf, Vicky? Be Wedgie! Ey, was zum... Freaking shit. Ich sehe gerade, das ist doch irgendwie das ganz normale After-Image, ne? Er macht es dann doch immer nur einmal. Egal. So, 30 Kämpfe haben wir jetzt hinter uns. Ich könnte jetzt den Part beenden, aber... Dann hätte ich beim nächsten Mal noch 20 Kämpfe vor mir. Ich versuche mal, ob ich den vielleicht noch schaffe. Ist ja auch noch nicht allzu spät. Wer hat an der Uhr gedreht? Okay. Ja, da sagst du was. Cooler. Ach du Kacke. Ach, der Cooler. Der Cooler haut auf die Kacke hier. Egal wie cool du bist, Freezers Bruder ist cooler. Oh shit. Oh, da. Also ich hatte mich ja darauf eingestellt, dass er offensiv kämpft. Aber das war krass gerade. So. Ah. Egal, After Image. Nice. Hey! Kannst du bitte damit aufhören? Das ist eine richtige Scheißattacke und ich hasse sie. Oh shit, 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 oh shit. Er hat gewonnen. Ah nein. Nein. Nein! Oh, kackte, fickte, arschte Scheiße. Oh.
wenn ich jetzt irgendwie auf einen Energiebalken zurückgedrängt werde und beim nächsten mit zwei Energiebalken starten darf, dann habe ich echt ein Problem. So. Oha. Oh, Kacke. Und die war auch nicht leicht. Weg mit dir. Und weg mit dir. Ja. Ach, Scheiße. Ich hasse diese Attacke. Und dann hat sie auch noch den wilden Sinn aktiviert. Nicht schön. Und weg mit dir. Ah, ah. So, jetzt muss ich echt aufpassen. Ah, fuck. So, sie hat wieder den wilden Sinn aktiviert. Jetzt muss ich wirklich aufpassen. Oh, oh, das ist ganz schlecht. Oh weia, oh weia, oh weia. So, helfen Sie mir doch. Hilfe. Und das hinterher. Ich glaub das nicht. Damit hatte ich nicht mehr gerechnet. Ah! Tja, ich glaube, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Ich... Auf einmal kontert sie alles. Ja, ich glaube, den Sieg in diesem Modus können wir uns ja doch in die Haare schmieren. Oh, wie krass. So wie es aussieht, verliere ich jetzt schon. Ich hatte nicht damit gerechnet. Boah. Unfassbar. Boah, unfassbar. Das nochmal gewonnen. Aber jetzt kann ich eigentlich nur noch Energie spammen. Und dann auch noch gegen den. Das wird jetzt richtig böse. Oh! Gucke mal einer an! Das hat schon mal richtig gut geklappt. Jetzt ziehe ich das doch mal durch, bis ich verloren habe, weil ich glaube, ich kann nicht fliegen. Wieso kann ich gerade nicht fliegen? Ich kann gerade nicht fliegen. Die Flugtaste geht gerade nicht. Warum? Was ist denn jetzt los? Oh shit, egal, komm. Instant Transmission. Okay. Ah! Extra Large Spirit Ball! Fuck. Oh, fuck. Nein, 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 nein! Dass das jetzt doch so schnell kippen würde, ne? Unfassbar. Boah. Aber ich kämpfe bis zum Umfallen. Und das Umfallen. Oh.
Und da hat mich das Umfallen ereilt. Na, noch nicht ganz. Nimm das! Nimm das. Es hat echt doch geklappt. Unglaublich. Oh, Pumuckl ist auch noch am Start. Mit 4 Energiebalken. Ihr wollt mich doch echt fertig machen. War eigentlich schon raus. Ich meine, ich werde das jetzt wahrscheinlich trotzdem nicht viel weiter schaffen, aber schön, sich dauer gerettet zu haben. Oh! Ach, weg mit dir erstmal. Oh, ich kann jetzt kann ich auch nicht mehr kommentieren. Jetzt ist endgültig vorbei. Es ist vorbei. Eindeutig vorbei. Ah! Und extra large Speedball. Oh fuck. Oh. Och man, weißt du, ich hatte für einen kurzen Moment Hoffnung geschöpft. Jetzt ist Hoffnung vorbei, jetzt kriegt er auch noch Buffs. Oh. Oh, ah. Hallo bitte, och man. Na gut, das war's. Oh. Oh. Ernsthaft? Diese 33 Siege werden jetzt nicht als Bestleistung gespeichert, weil mir das Spiel abkackt. Oh, das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Ja. Na gut, beim nächsten Mal werden wir diesen Modus nochmal... Ich denke, dass ich bei 33 Siegen dann einsteigen werde in den nächsten Part. Und da mal gucken, dass wir einen besseren Charakter nehmen. Vielleicht ohne Z-Objekte. Noch einmal. Na, wobei ich denke, nee. Ich glaube, das wird nicht klappen. Ich glaube, das wird nicht klappen. Aber wir nehmen vielleicht mal einen anderen Charakter beim nächsten Mal. Machen dann diese Saga fertig. Und ja, steigen in die nächste ein. Ich hoffe, dass wir sie überhaupt abschließen können. Falls nicht, muss ich halt abbrechen, immer entsprechend, und dann auf die nächste Saga gehen, beziehungsweise auf den nächsten Kampf. Ja, werden wir dann sehen. Bis hierhin, 33 Siege mit Yamchu ohne Z-Objekt. Weiß nicht, ob ich damit zufrieden bin. Nicht so wirklich, ehrlich gesagt, aber naja, kann nur besser werden. Bis zum nächsten Mal, euer Weehawk.